Das war für mich heute nicht der erste Besuch hier in diesem Gelände, auf diesem Gelände, aber natürlich der erste offizielle Besuch als Minister. Und das war für mich besonders wichtig, dass ich, nachdem ich jetzt, sage ich mal, intern die Runde im Ministerium natürlich auch machen wollte, dass ich dann als erstes hier das Polizeipräsidium besuche. Es war ein sehr gut vorbereiteter Vortrag natürlich zur allgemeinen Lage. Und mir ging es darum, dass ich diese aktuellen Themen, die hier anstehen, aufnehmen. Mir ging es nicht darum, heute irgendwelche Konzepte zu verkünden. Das werde ich auch Ihnen jetzt hier nicht im Einzelnen machen können. Dafür gibt es aber, ist mein Eindruck, sowohl beim Polizeipräsidenten als auch beim Gesamtpersonalrat, als auch bei den anderen Teilnehmern natürlich jedes Verständnis. Mir ist jetzt erstmal wichtig, die ersten Wochen meiner Amtszeit möglichst viele Gespräche zu führen, möglichst viele verschiedene Kontakte zu haben, Konzepte, Ideen, Themen aufzunehmen und sie dann zu bewerten. Das war auch heute der Fall. Ich habe dessen ungeachtet natürlich eingangs auch ein bisschen gesagt, sowohl in der Runde Polizeipräsident, wo ja etwa der Direktionsleiter und zahlreiche Vertreter des Präsidiums anwesend waren, als auch beim Personalrat in der Runde, dass es bestimmte Schwerpunkte für mich selbstverständlich gibt, was Polizei angeht. Ich bin mir dessen bewusst, dass wir eine schwierige, durchaus schwierige Lage bei bestimmten Deliktstypen haben. Einbruchsdiebstähle ist insbesondere ein Problem in der Region des Berliner Umlands, in einigen der großen, größeren Städte, muss man sagen, des Landes. Und natürlich bleibt die Grenzkriminalität ein Thema. Wir haben darüber hinaus selbstverständlich weiterhin nicht nachzulassen bei der Thematik Bekämpfung des Rechtsextremismus. Auch das wird weiterhin sehr im Fokus bleiben müssen. Ich habe mich informiert über die aktuelle Herangehensweise in der Polizei bei diesen Themen und bin weiterhin der Meinung, dass das Präsidium, dass die Polizei im Land bereits jetzt sehr gut aufgestellt ist, muss man sagen, um diese Probleme anzugehen. Aber das heißt natürlich nicht, dass man nicht an der einen oder anderen Stelle noch mal etwas nachlegen kann. Was ich auch gesagt habe, ist, dass die Polizeistrukturreform aus meiner Sicht grundsätzlich richtig war und bleibt und durchaus auch die Umsetzung erfolgreich ist. Auch da heißt es nicht, dass es nicht die eine oder andere Stellschraube noch geben wird in der nächsten Zeit. Es wird eine Evaluation geben im nächsten Jahr und natürlich wird man dann im Einzelnen analysieren müssen, ob es da oder dort noch Veränderungsbedarf gibt. Aber im Großen und Ganzen, das ist auch wichtig, will ich nicht etwa jetzt nach der Reform die nächste Reform. Das wäre fatal. Der Polizeiapparat, die Bediensteten in der Polizei, die brauchen auch ein bisschen Ruhe und Kontinuität. Man hat ihnen viel abverlangt in den letzten Jahren. Und ich bin beeindruckt, dass diese doch erheblichen Umbrüche in der Struktur so gut mitgetragen haben und habe deshalb Verständnis, dass man jetzt auch versucht, da ein bisschen mehr Kontinuität reinzubringen. Es gibt natürlich weiter Probleme. Wir haben es beim Personalrat gehört, etwa weil im Bereich des Gesundheitsmanagements, ja, es gibt dort sicherlich eine ganze Menge Fragen, wie können wir dafür sorgen, dass insgesamt die Arbeitsbelastungen nicht überhand nehmen im Polizeibereich. Da werden wir mit Sicherheit in den nächsten Wochen und Monaten noch eine ganze Menge Themen haben, wo wir gemeinsam miteinander ins Gespräch kommen. Das betrifft jetzt gerade die Personalvertretung. Und auch da vielleicht abschließend von mir, habe ich ja gesagt, das ist für mich ganz wichtig, den kontinuierlichen Kontakt zu den Personalvertretungen, auch zu den Gewerkschaften zu pflegen. Und ich bin froh, dass das heute gleich so intensiv begonnen hat. Danke. Herr Vorringer. Ja, gerne. Wir freuen uns natürlich, dass der Innenminister alsbald nach Diensteintritt den Weg ins Polizeipräsidium gefunden hat. Denn Sie wissen natürlich alle, dass das Innenressort bedeutend größer ist und nicht, eben nicht nur aus der Polizei besteht. Aber dadurch bringt er oder haben Sie, Herr Hotschur, eben auch zum Ausdruck gebracht, dass Ihnen die Polizei nicht ganz unwichtig ist. Und ich glaube, so eine erste Vorstellungsrunde dient auch dazu, dass Sie uns, dass Sie Ihre Führungskräfte in der Polizei kennenlernen.
Und ich weiß ja auch schon, dass Sie diesen Weg fortsetzen werden in den Direktionen. Und ich halte das für eine ganz prima Sache. Wir freuen uns darüber. Danke. Vielen Dank, Herr Kühne. Ja, aus Sicht der Personalvertretung begrüßen natürlich außerordentlich, dass der neue Innenminister, Herr Holzschuh, den Weg auch zu uns gefunden hat. Insofern auch eine Tradition seines Vorgängers, Herrn Wojtke, fortsetzt. Und wenn ich mal in die Vergangenheit zurückblicke, war das nicht immer so. Insofern herzliches Dankeschön. Und natürlich haben wir uns über Polizei interna unterhalten, über Auswirkungen der Reform, aber auch andere Begleitumstände. Und natürlich haben wir aus Sicht der Personalvertretung aus der Natur heraus natürlich auch viele Dinge auch eine andere Sichtweise. Holzschuh sprach es an, das betrifft das Gesundheitsmanagement. Wir haben erheblich steigende Krankenzahlen bei den Kollegen, die fehlen uns tagtäglich im Dienst. Aber wir haben auch einige Baustellen, was die Objekte unserer Kolleginnen und Kollegen vor Ort angeht. Sie kennen das aus den Medien, es ist auch berichtet worden, wie zum Beispiel im Havelland, aber auch in der Uckermark, in Frankfurt oder in Cottbus, in Bonaskenplatz, wo erheblicher Bedarf besteht, den Kollegen vernünftige, zumutbare Arbeitsbedingungen zu schaffen. Und dazu wollen wir den Minister einladen, uns das anzugucken, Wege zu finden, wie wir das in Zukunft schnellstmöglich besser bekommen, weil das auch ein Stückchen weit Gesundheitsmanagement ist, vernünftige Arbeitsbedingungen vorzufinden. Eine Frage an Herrn Feuring. Gestern gab es aus Ihrem Haus eine Mitteilung, es wird mehr Polizeianwärter geben. So sieht es der Entwurf des Nachtragshaushaltes in der Woche vor. Ja. Gut, und das sind nochmal zur Zahl pro Jahr 130 mehr oder etwas? Nicht pro Jahr, auf zwei Jahre. Wir haben 480 insgesamt geplant in den beiden Jahren. Es wird nicht in jedem Jahr exakt gleich viel. Das ist auch ein organisatorisches Problem. Aber 480 ist die Zielzahl 2013-14. Das heißt 130 mehr als bisher. Das ist, denke ich mal, ein Erfolg. Da kann ich auch schon ein bisschen eine Mitwirkung dran beanspruchen. Gut, jetzt zur Frage an Herrn Feuring, weil Sie vielleicht in meinem Verständnis am dichtesten an der Praxis dran sind. Würden Sie sagen, nach Ihren Erfahrungen, es gibt genug Bewerber, es gibt genug junge Brandenburgerinnen und Brandenburger, die sagen, ich würde gerne, kann mir vorstellen, meine berufliche Zukunft in der Polizei zu haben, also an dieser Polizeifachschule nach Oranienburg zu gehen? Oder gibt es auch schon Schwierigkeiten? Darauf hätte ich gerne eine Antwort. Stell den Mikrofon da nochmal hin. Also wie sind da Ihre Erfahrungen? Sind die Leute, also gibt es da Nachwuchsprobleme oder eher nicht? Also wir unterliegen in Brandenburg natürlich demografischen Einflüssen und die haben auch Auswirkungen auf die Bewerberzahlen. Und wir wünschen uns natürlich möglichst viele Bewerber, aus denen wir auswählen können. Diese Zahlen sinken etwas. Aber von Problemen, diese Möglichkeiten, die uns das Land eingeräumt hat, einzustellen, die sind noch nicht so signifikant. Wir bemühen uns aber gleichzeitig auch, ich übernehme jetzt ein bisschen Part der Fachhochschule von Herrn Präsidenten Grieger, ja durchaus auch in anderen Regionen zu Werbung zu betreiben. Damit ist gemeint insbesondere auch Polen. Wir würden uns wünschen, auch gerne polnische Bewerber zu haben, die Muttersprachler sind, weil wir sie ja natürlich hervorragend zum Einsatz bringen können. Das würde ich nicht, also bin ich mal überrascht, das geht. Ja, also es können auch aus EU-Ländern, können genauso Leute aus Portugal oder aus Tschechien kommen und sagen... Ich habe gerade einen begrüßt, der war ein Jahr im Auslandseinsatz im Kosovo und das ist ein polnischer Staatsbürger. Der spricht ebenso perfekt Deutsch wie Polnisch und Englisch. Also ganz toll. Und der studiert schon in? Weil der ist schon fertig. Ah, der ist schon fertig. Gut. Herr Rousseff. Herr Holzschuh, kurze Frage. Es gibt in vier Bundesländern in Deutschland die Möglichkeit von sogenannten Hilfspolizisten, also Leute, die als Maurer am Tag arbeiten und Punkt 4 Uhr so eine Polizeiuniform überziehen. Wäre das ein Modell für Brandenburg, noch mehr Personal auf die Straße zu kriegen? Das war gerade eine Diskussion in Hessen. Also ich sagte eingangs, dass ich mich jetzt nicht festlege, mit welchen Konzepten wir Verbesserungen erreichen wollen, aber Hilfspolizisten, auch wenn man sie in Anführungsstriche setzt, scheinen mir jetzt nicht zwingend der richtige Weg zu sein. Ich setze schon darauf, dass die bewährten Kräfte, die wir haben im Polizeidienst, die wesentliche Arbeit machen. Eine andere Sache ist, dass man auf der Ebene der Zusammenarbeit mit den Kommunen, die Ordnungsämter, die sind ja zuständig für eine ganze Reihe von Tätigkeiten, wo die Polizei Hilfsdienste für die Kommunen leistet, dass man da noch bessere Vernetzung schafft, durch gemeinsame Streifen etwa der Ordnungsämter und der Polizei und ähnliches, das entlastet schon. Und natürlich ist wichtig, auch im Rahmen der Präventionsarbeit darauf hinzuwirken, dass es etwa, sage ich mal so, die allgemeine Aufmerksamkeit in der Nachbarschaft oder sowas gibt. Aber ich bin kein Freund von Hilfschefs, sage ich mal, untechnisch.
Sie sagten keine Polizeireform nach der Reform. Ihr Amtsvorgänger hatte die Polizeireform von dem Vorgänger Speer abgemeldet. Es gibt, glaube ich, 200 oder 300 Polizeibeamten mehr. Sie sagten jetzt in der Anwärterzahl gibt es 130 Beamte mehr. Nun ist aber der demografische Wandel da. Die Landesregierung hat ja auch ein bisschen umgeswitcht im Bereich der Lehrer, wo man selber sagt, wir brauchen 1000 neue Lehrer, 1000 neue Lehrer dann angestellt werden. Wird es auch Ziel sein, das auch im Auge zu haben, so über die Zeit werden die Polizeibeamten ja auch nicht jünger und man braucht frische neue Beamte sozusagen. Naja, das ist ja der Hauptgrund, warum wir sagen, wir müssen mehr Anwärter aus, Anwärterinnen und Anwärter, muss man dazu sagen. 130, wohlgemerkt, in 2 Jahren zusätzlich. Insgesamt 480 in den 2 Jahren. Das ist ein Beitrag und natürlich werden wir auch danach kontinuierlich weiter ausbilden müssen, mit der Zielstellung, dass man auch die Altersstruktur so in der Polizei schafft, dass wir nicht eine, sag ich mal, Überalterung haben, was ja auch nicht sinnvoll ist. Was umgekehrt muss man aber auch sagen, Erfahrung ist auch in der Polizei kein negativer Faktor, sondern hat auch was sehr Positives. Aber natürlich muss man einen Ausgleich zwischen den erfahrenen alten Beamten haben, älteren, nicht alt, und denen, die dann körperlich vielleicht etwas fitter sind, aber noch lernen können von den erfahrenen Kollegen. Wenn das stimmt, dann ist es ideal und da müssen wir dran arbeiten. Also die Zahl 7300, die bleibt? Es gibt im Augenblick keine neuen Zahlen, aber wir werden immer darüber diskutieren, was ist erforderlich in diesem Land. Und natürlich gibt es Diskussionen. Und gerade im Zuge der Überlegungen, was ist Evaluation der Reform, aber auch Reaktion auf neue Deliktsphänomene, wird es immer die Frage geben, ist das, was wir einmal festgelegt haben, noch sinnvoll? Deswegen erwarten Sie von mir jetzt keine andere Zahl, aber auch nicht die Erklärung, das wird auf alle Zeit so bleiben. Das kann sich ändern, wenn es erforderlich ist. Herr Preuß ist Ihnen vorgestellt worden. Ja, wir haben aber noch nicht die Hand gegeben, das will ich jetzt nachholen. Ja, so wird die Weiterführung hier vorne. Genau. Gut. Okay, ja, kein Mist. Genau, dann sollen wir jetzt alle durch. Hier auch nicht. Die Hand haben Sie gegeben? Ja, jetzt drüber nachdenken wir nicht. Nee, das mache ich jetzt. Okay. Ja, also das ist jetzt dann machen wir mal auf. So. Ja, gerne. Ich kann ein paar Leuten noch Worte geben. Ja? Natürlich, bitte. Okay. Warum ist Führungsorgan in einer Altersorganisation, in der AAO? Wir führen von hier aus praktisch sämtliche Funkstreifenwagen im Land. Im Schnitt haben wir 105 Funkstreifenwagen, die von hier aus eingesetzt werden. Wir nehmen täglich ca. 600 Notrufe an. Daraus generieren sich zum Beispiel ca. 500 Einsätze insgesamt, ca. 10% mit sogenannter Dringlichkeit, wo Gesundheit, Leib, Leben oder bedeutende Sachwerte in Gefahr sind. Dann setzen wir entsprechend die Funkwagen von hier aus ein und protokollieren natürlich auch den entsprechenden Einsatz. Aber Sie sind dann noch vor Ort. Können Sie mir mal sagen, wo Sie bitte sind? Mittlerweile stationiert. Das ist Digitalfunk. Das ist schon das umgerüstete neue Digitalfunkgerät hier in Potsdam. Und das dient natürlich. Die ganzen Signalknöpfe betätigt, da müssen Sie jetzt sicherheitshalber lieber. Hochgemäß Einsatzanlass unterschiedlich konfiguriert wird. Und hier haben wir einen Kollegen, der das dann auch mal kurz erläutern könnte. Auch mit einer Besonderheit, die jetzt ja ganz neu bei uns in dem Bereich auch mit praktiziert wird. Bitte. Also zuerst haben wir ja erstmal Einbringwerkzeug. Also wir kommen überall rein, wo wir rein wollen. Mit Feinmechanikwerkzeug oder das ist schon eher das für die gröberen Einbrüche. Genau. Wir haben aber auch der Universalschlüssel für das. Wir haben aber auch wirklich feine Sachen, was man so aus Filmen kennt, zum Beispiel um Schlösser aufzumachen. Können wir auch ein bisschen feiner machen, es muss nicht immer kaputt gehen. Da gibt es dann auch eine richtige Spezialausbildung für diese Technik. Ja. Muss es aber ja nicht jeder beherrschen. Unsere Einsatzräume sind aber nicht unbedingt nur da, wo man fußläufig hinkommt, sondern zum Beispiel auch in absturzgefährdeten Bereichen. Mhm. Da haben wir jetzt auch ein bisschen Kletterausrüstung. Ja, Kletterbooten, Seilzugangstechniken. Demonstrationslagen zum Räumen von Brigaden ist auch zum Einsatz gekommen, zum Beispiel in Berlin.
Oben ist aufgebaut mit einem Gewehr G8. Einsatzvariante ist letztens gewesen Absicherung, Schutzmaßnahme amerikanischen Präsidenten. Der hat also direkt zugewiesenen Raumschutz gehabt und einschließlich mit einer Schießanweisung, dass er auf eigenen Entschluss bei Gefährdung der Person eigenständig schießen kann.